Hallo meine lieben Freunde meines Kanals, schön, dass ihr bei diesem Hörspiel wieder mit dabei seid. Heute ist Samstag, das heißt, heute gibt's nichts Neues, sondern die gesamten Telefonate aus der vergangenen Woche noch einmal zusammengeschnitten, nur eben ohne Pausen und ohne mein Gequatsche dazwischen. Ich wünsche euch viel Spaß mit unserem Hörspiel Kakerlakenparty. Ja, hallo. Hallo, schönen guten Tag, David am Apparat von GEMA Pros Unternehmen für die automatische Online-Handelskonto. Ich habe geöffnet jetzt. Spreche ich mit Sean Toffel? Okay, sehr gut. Ich bin dein persönlicher Kontoadministrator mit dieser Plattform und meine Aufgabe an diesem Moment ist zu helfen mit deiner Kontoaktivierung. Ja. Okay, sehr gut. Bitte sagen Sie mir, haben Sie Erfahrung mit dem Online-Handel? Herr Toffel, oder das ist Ihr erste Mal? Ja. Das ist Ihr erste Mal oder Sie hast Erfahrung? Genau. Okay. Über 95% von unseren Klienten sind Leute mit keiner Erfahrung. Und ja. Sie hast eine persönliche Assistent mit uns. Und er hilft nicht nur mit dem Kontoinstallation, aber also mit dem Kontokonfiguration, sodass wir sind sicher, dass die Konto machen gute Resultate. Ja. Okay, und wie alt sind Sie, Herr Toffel, bitte? Wieso? Ich muss schreiben das in das System. Ah, okay. Sind Sie über 18 Jahre alter? Ja, natürlich. Okay. Und wie alt sind Sie, bitte? Ja, über 18. Über 18, okay. Und, was ist wichtig? Dein Konto hat Liquidität die ganze Zeit. Was bedeutet? Am jeden Moment, Sie können transferieren deine Gewinne direkt in dein Bankkonto. Okay? Ja. Und was ist unsere Provision hier? Jedes Mal, der Software macht Gewinne. 2% von diesen Gewinnen sind transferiert direkt zu unseren Unternehmen. Die Rest, 98%, sind transferiert in dein Handelskonto Saldo. Ja. Okay, gut. Bitte sagen Sie mir, würden Sie starten mit einem Minimum, mit 250 Euro, oder mit etwas mehr, bitte? Ja. Mit dem Minimum. Mhm. Okay. Für die Aktivierungsprozess, Sie können verwenden eine Visa-Karte. Sie können benutzen eine Visa-Karte oder Mastercard. Wir sind Partners mit diesen zwei Providers. Haben Sie eins von diesen zwei, bitte? Ja. Okay, das ist gut. Sind Sie benutzen Sie dein Telefon oder Computer? Wir telefonieren über ein Telefon. Okay, aber wo sich hat geöffnet der Konto? Im Telefon oder im der Computer? Welches Konto? Dieses mit uns. Die Handelskonto, automatische Handelskonto. Da kenne ich mich nicht mit aus. Okay. Können Sie bitte, für die Aktivierungsprozess, ich muss erstellen einen einzigartigen Link zu meinen Zahlen direkt in dein Handelskonto exakt und ich muss schicken dieses Link in der E-Mail. So, bitte eine Sekunde, ich muss erstellen dieses Link. Okay, eine Sekunde und dann schicke der E-Mail. Und ich erkläre und ich helfe mit dem Prozess. Eine Sekunde bitte. Ja. So, in dieses E-Mail, ich schicke nur den Link und dann in die nächste E-Mail, die erhalte ein PDF-Dokument, welche bestätige, dass Sie sind ein Member in der Plattform. Sehr gut. Ich habe dir E-Mail geschickt. So, bitte überprüfen dein Inbox, dein E-Mail. Und ein E-Mail von David erreiche jetzt. Und der Betreff der E-Mail steht Deposit Link. Das ist Anzahlung Link im Englisch. Hast du meine E-Mail erreichen? Nee. So, haben Sie überprüft dein Inbox, also Junk und Spam Folder? Nochmals, es reicht im Junk oder Spam, das ist das erste Mal, ich schicke dir E-Mail. Und deine E-Mail ist care.zorg@mdcc-fun,
Minus.de. Ne, ohne Minus. Ohne Minus. Hm. So MDCCFUN ohne Minus. Hm. Herr herr.zog@mdccfun.de. Hm. Richtig? Hm. Okay, okay. Eine Sekunde bitte. Hm. Ich schicke noch einmal. So, noch einmal die E-Mail erreiche von david.s@gmapros.net und der Betreff der E-Mail steht Deposit Link. Hm. Haben Sie meine E-Mail erreichen jetzt? Nein. Haben Sie überprüft dein Inbox? Ja. Okay. Und haben Sie überprüft Spam und Junk Folder? Was ist das? Das ist, es ist geschrieben Junk und Spam. Also, nachmals es erreiche im Spam oder. Aber keine Sorge, wir haben eine andere Methode für die Aktivierung, so. Wenn das nicht erreiche, ja. Wir können probieren eine andere Methode. Natürlich. Es reichen oder nein, Herr Toffel? Noch nicht. Mhm. Okay, klar. Dann wir machen eine andere Methode. Wir können aktivieren das Konto mit unserer Finanzabteilung. Wie funktioniert das? Sie muss bleiben mit mir in der Leitung für die nächsten 3 bis 5 Minuten. Mhm. Unsere Finanzabteilung prozessiert deine Kartendaten und dann sie erhalten eine neue Nachricht von der Bank zu bestätigen diese Transaktion. Mhm. Sehr gut. So, bitte sagen Sie mir, welche Karte Sie wollten benutzen für dieses Prozess. Das ist eine Visa-Karte oder Master-Karte, Herr Toffel? Da habe ich beides. Beides. Welche Sie wollten benutzen für dieses Prozess? Welche ist da besser? Beides stimmt. Das ist dasselbe. Ach so. Machen wir dann mit dem Visa. Es ist nur wichtig, dass diese Karte hat 250 Euro in der Karte. Okay? Klar dann. So, können wir dann benutzen deine Visa-Karte für dieses Prozess? Mhm. Klar. Das ist deine persönliche Visa-Karte, nicht von deinem Partner, Freund oder einer anderen Person. Mhm. Richtig? Okay, gut. Bitte sagen Sie mir, was ist die Ablaufdatum in deiner Visa-Karte? Muss ich mal gucken. Okay. Ich warte. Mhm. Langsam, bitte, langsam. Das ist die noch einmal Visa-Karte, richtig? Nee. Master-Karte. Ja. Okay, gut. So, bitte 2x2 die Nummer. 51 93 3 0 4 3 7 0 0 0 1 1 4 1 1 und dann? 4. Es ist noch eine Nummer oder nein? Nee. Eine Sekunde. Und was ist die Ablaufdatum? Juli 23. 0723, okay. 193. Jetzt ich lese die alle Nummer noch einmal. 5193 3043 7000 114. Nein. So, können Sie bitte langsam lesen mir noch einmal die alle Nummer? 5193 3904 3700 0114. Bitte noch einmal und langsam. Es war 16. 5? Es ist ein 16-stelliges. 5193, okay?
Ja. 9-3. Und dann weiter? 9-3. Ja. Okay. 0437-000-114. Nein, nein, wer kann nicht, so, bitte, 2 mal 2 oder 1, Nummer nach Nummer, bitte. Also immer 2 Nummern. 5? Immer 2 Zahlen? Ja. So, 5, 1, 9, 3. Ja. Und dann? 93, 04, 37, 00, 01, 14. Okay, so. 5193. Ja. 9303. Nee. 51, 93, 93, 04, 37, 00, 01, 14. Okay, ein kleiner Moment. Mhm. 51, 93. Ja. 93 noch einmal. Ja. 04 dann. Ja. Dann 37. Ja. 00. Ja. 0114. Ja. Okay, gut. Und bitte sagen Sie mir, was ist die CVV-Nummer? Dreistellige Nummer auf der Rücken. 629. Ja. Okay. Und was ist Ihre Postleitzahl, bitte? 12055. 12955. 12955, richtig? Nee, 12055. Ist es 120 oder 129? 12055. Okay, danke. Mhm. Mhm, einen kleinen Moment. Und ja. Was war dein Beruf oder die Sektor, in welchem Sie arbeitet? Sie sind Rentner jetzt. Nee, richtig? Nee, bin ich Kaffeesatzleser. Mhm, okay. Ja. Okay, einen kleinen Moment. Ich muss transferieren die Daten jetzt zum unseren Finanzabteilung. Bitte warten Sie in der Leitung und dann, wann ich erhalte die. Und diese Karte ist ja. Aus Deutschland, oder? Mhm. Okay, eine Sekunde bitte. Mhm. Und in dieser Karte, Sie hast über 250 Euro an diesem Moment, richtig? Mhm. Okay, gut. Also bitte warten Sie mit mir in der Leitung. Mhm. Noch einmal, CVV-Nummer ist 629. Ja. Und Ablaufdatum ist 0723. Genau. Und Postleitzahl 12.055 ist Berlin, richtig? 12055. Es ist 12955? Nee, 12055. 12055, okay. Also, Dankeschön für Ihre Geduld. Wir jetzt warten für die Antwort von unserer Finanzabteilung. Und dann ich erkläre dir alle weitere Schritte. So, bitte warten Sie kurz. Herr Toffel, eine kurze Frage. Bitte, was ist dein Geburtsdatum? Wieso? Ich muss schreiben das in der System. Okay. So, bitte können Sie sagen mir dein Geburtsdatum? Na klar. Hallo? Ja, ich bin da. Wir reden gar nicht mehr. Entschuldigung? Hm. Was ist los? Nein, wir warten für die Antwort von unseren Finanzabteilung. Okay. Haben Sie einen Stift und Papier mit Ihnen? Nee. Hallo, Herr Toffel. Mhm. Herr Toffel, herzlichen Glückwunsch und herzlich willkommen bei GEMA Pros. Dein Konto Sorry. Ist jetzt aktiviert. Ja. Sehr gut. Ich wünsche viel Glück mit Ihrem Handeln. Ja. Und wir
Wir machen alles, was wir können, sodass diese Konto mache gute Resultaten. Prima. Sehr schön. So, was ist passiert jetzt? Unsere Finanzabteilung und unseren Kundensupport-Team jetzt schicke eine neue E-Mail und der betreffende E-Mail steht Anzahlung-Bestätigungs-E-Mail. Ja. Okay. Soll ich mal gucken? Also, können Sie bitte noch einmal sagen mir, was war dein Beruf, bitte? Mein Beruf? Kaffeesatzleser. Ja. Okay. Was ist wichtig, im nächsten 48 bis 72 Stunden, unseren Makler, unseren Broker, dein persönlicher Assistent rufe dich und er hilft mit dem Konto Installation und Konto Konfiguration, so dass wir sind sicher, dass die Konto machen gute Resultate, okay? Ja. Nächste E-Mail, welche erreiche, die Anzahlungsbestätigungs-E-Mail. In dieses E-Mail, es war ein PDF-Dokument bestätigt, dass Sie sind der Member in der Plattform. Und also in dieses E-Mail, es war Schritte, wie können Sie verifizieren das Handelskonto? Und das ist viel wichtig, das ist die erste nächste Schritt für Ihnen. Es ist zu verifizieren das Handelskonto. Ja. Sehr gut. Können Sie bitte schreiben etwas? Haben Sie einen Stift und ein Papier mit Ihnen? Nein. Nee? Können Sie bitte nehmen eine Stift und ein Papier zu schreiben etwas? Ja. Bitte. Und dann? Ja, dann ich lese deinen persönlichen Sicherheitscode. Sie muss schreiben dieses Code. Ja. Es ist viel wichtig für deine Sicherung. Ja. Und jetzt? Haben Sie jetzt einen Stift und ein Papier mit Ihnen? Ja. So, bitte schreiben Sie diese Nummer. 36. Ja. 15. Ja. 311. Ja. So, die Nummer sind 36153311. Ja. Das ist Ihre persönliche Sicherheitscode mit uns. Ja. So, bitte fragen Sie diese Frage jeden nächsten Mal eine Person rufe dich von zu Hilfe mit dem Onlinehandel. Bitte fragen Sie diese Frage. Was ist mein Sicherheitscode? Ja. Wann die Person in der Leitung mit dir nicht 36153311 sagt, dann sie weiß, dass dieses Anruf ist nicht von unserem Unternehmen. So, das ist für Ihre persönliche Sicherung, so dass Sie sind sicher, dass am jeden Moment Sie weiß, dass Sie sprechen mit einer Person aus unserem Unternehmen. Ja. Wie kann ich sprechen Sie eigentlich auch? Nee. Wann es ist keine Anruf von unserer Seite, dann Sie weiß, dass das ist nicht ein Handelskonto mit dem Kontobalance mit 250. Das ist nicht einen Anruf verbunden mit ihre Handelskonto. Mhm. Klar. Sprechen Sie Englisch auch oder nur Deutsch? Nur Deutsch. Okay. Okay. So, sie weiß deinen persönlichen Sicherheitscode. Sie weiß, dass der persönliche Assistent rufe dich im nächsten 10 bis 15 Minuten wann wir haben zu viele Klienten, es ist möglich, dass der Broker rufe dich im nächsten 48 bis 72 Stunden. Und erster nächste Schritt für Ihnen ist zu verifizieren das Handelskonto. So, bitte öffne deine E-Mail-Inbox, brauche Anzahlung, Bestätigungs-E-Mail und bitte antworte zu dieses E-Mail. Und wie ist mein Username zum Einloggen auf die Webseite? Das ist geschickt in deine E-Mail. Wo denn? Einen kleinen Moment. So, sie muss brauche die E-Mail, welches der Betreff ist
Der Betreff ist Registration successful. Nee, habe ich nicht. Bitte? Wie ist mein Username? Username und Passwort? Ja. Hast du Passwort erreicht? Wie ist denn der Username? Username ist deine E-Mail-Adresse. Sie können anmelden mit deiner E-Mail-Adresse und mit deinem Passwort. Welche E-Mail-Adresse steht da jetzt? Deine E-Mail-Adresse mit sich als registriert mit. Welche waren das? Die war doch falsch. So, die E-Mail-Adresse ist ohne Minus. Und wie lautet die? Richtig. Keine Sorge, einen Moment kurz. Ich helfe mit der. Ich schicke noch ein E-Mail mit dem. So. Deine richtige E-Mail-Adresse ist H wie Hamburg, E wie Emil, R wie Richard noch einmal, Punkt. Z wie Zulu, O wie Oscar, G wie Gustav, M wie München, D wie Dietrich, C wie Cäsar noch einmal, F wie Friedrich, U wie Ulrich, N wie Nordpol, ja. Punkt DE. Und das Passwort? Und der Passwort ist kleines a wie Anton und dann Nummers 1 bis 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aber keine Sorge, ich schicke alles in die E-Mail jetzt. Keine Sorge und einen Moment kurz. Aber ich komme da nicht mit rein. Geht nicht. Und Sie anmelde im, ich schicke der Website jetzt halt. Ach so. So. Meine Kollege jetzt verändere deine E-Mail-Adresse für die Anmeldung. So, einen Moment bitte, eine Sekunde. Und ich schicke jetzt der E-Mail mit dem richtigen Link zum der E-Mail-Adresse, wo Sie können anmelden und dein Passwort und dein Username. Ja. Also bitte überprüfen dein E-Mail, dein Inbox. Und sagen Sie mir, hast du einen E-Mail von David erreichen? Von David? Von David, ja, das ist mich. ex-rio.com? Nein, das ist die anderen. Das ist von unserem Payment Processing Partner, dass die Anzahlung ist fertig. Okay. Und haben Sie eine neue E-Mail erreichen von david.s@gmapros.net? Der Betreff der E-Mail steht Login Details. Ah ja, da. Login Details erreichen. Ja. So, ich habe geschrieben alles in der E-Mail. Webseite, Benutzername und Passwort. Ja. Klar. So, das ist, wo Sie anmelden. Ja, das ist, wo Sie anmelden, bevor der Broker rufe dich und bevor der Broker Hilfe mit dem Handy-App-Installation. Dann Sie also können sehen deine Resultate in der Handy-App. Jetzt Handy-App? Sie können anmelden natürlich, sodass Sie sehen dein Handelskonto Saldo, Sie können sehen die Webseite und die Plattform. Da steht aber alles neu. Starte, wenn... Ja? Da steht neu. Herr Toffel, das ist alles für jetzt. Jetzt Sie muss verifizieren das Handelskonto. Jetzt eine neue E-Mail erreichen. Anzahlung Bestätigung, bitte antworte zu dieses E-Mail. Okay? Na, aber Geld ist noch nicht drauf auf Konto. Das passiert sofort. Unseren Compliance Team muss erhalte die Information, dass der Anzahlung ist fertig und dieses Konto ist jetzt aktiviert. Und wann steht es da? Wann das passieren? Eine Sekunde, ich frage unseren Finanzabteilung. Eine Sekunde, ja. Bitte. Herr Toffel, können Sie bitte sagen mir, das ist dein erstes Konto mit uns? Ja. Oder erstes Konto mit uns? Sie heißt, nicht geöffnet dieses Konto bevor? Ich weiß, ich wüsste, nee, aber ich kenne mich ja nicht aus. Okay. Und wo Sie halt gefunden, dieses Plattform? Das ist für die unseren Marketing zur Frage das. Das war, glaube ich, auf Facebook. Facebook. Ja. Okay, klar.
Okay, klar. So, bitte eine Sekunde. Sie muss sehen, der Handelskonto Saldo verendet. Einen kurzen Moment, bitte. Mhm. Ich warte mit dir in der Leitung. Okay. Herr Toffel, können Sie bitte refresh die Seite und sagen Sie mir, können Sie sehen, dein Handelskontosaldo jetzt verändert? Ich gehe mal gucken. Bitte? Ja, jetzt steht da 250 Euro auf dem Balance. Sehr gut, sehr gut. So, das ist fertig. Mhm. Erster nächste Schritt ist zu verifizieren dein Handelskonto. So bitte, wann die Anzahlung Bestätigung E-Mail erreiche, bitte antworte zu dieses E-Mail. Es war nur 4 Fragen und es ist viel einfach zu antworten zu diesen Fragen. So bitte machen Sie das. Das ist der erste nächste Schritt und dann Sie warten auf die Anrufe von die unteren Broker, dein persönlicher Assistent und der hilft mit dem Kontokonfiguration, so dass wir sind sicher, dass die Kontomache gute Resultate. Ja, kann der heute noch anrufen? Bitte? Kann der heute noch anrufen? Es ist möglich, er rufe dich im nächsten 10 bis 15 Minuten. Wann ja. Wir haben zu viel Klienten, aber heute, wir haben nicht so viel Klienten, so, ich denke, dass er rufe dich im nächsten 10 bis 15 Minuten. Maximum, was ist möglich, Sie warten für diesen Anruf, ist 48 bis 72 Stunden. Mhm. Okay, klar. Ich wünsche noch einmal viel Glück mit Ihrem Handel. Noch einmal herzlichen Glückwunsch und herzlich willkommen bei GMA Pros. Und dann, jetzt Sie hast also meine E-Mail-Adresse, Sie hast unseren Kundensupport-Telefonnummer. So bitte, wann Sie hast Fragen oder Sie brauchen unsere Assistenz, bitte ruf uns oder schreibe ein E-Mail oder schreibe zum unseren Kundensupport. Mhm. Okay? Ja. Alles klar, eines schönes Tag, eines schönes Wochenende und auf Wiederhören, Herr Toffel. Tschüssi. Tschüssi. Ja, hallo. Herr Herbert, guten Tag. Vielleicht fühlen Sie jetzt okay? Jetzt höre ich was, ja. Wie bitte? Ich höre Sie. Ja, also, alles gut bei Ihnen? Worum geht's denn? Super, also, hier ist wieder Stefan, aber zuerst möchte ich sagen, ich möchte mit Ihnen nicht streiten, sondern ganz in Ruhe sprechen, okay? Nee. Super, vielen Dank für Ihr Verständnis. Ich habe Nee gesagt, also, das war ja kein Verständnis. Wie bitte? Ich habe Nein gesagt, das war ja kein Verständnis. Okay, aber warum? Vielleicht können wir wie erwachsene Menschen ganz in Ruhe sprechen. Nee, ich habe kein Interesse, mich mit Betrügern zu unterhalten. Ja, ich verstehe Ihnen, aber darf ich fragen, also, warum kein Interesse? Ja, weil Sie ein Betrüger sind. Wie bitte? Ja, weil Sie kriminell sind. Kriminal, oder? Ja. Kriminal, was bedeutet das? Ja, genau. So viel zum Thema, Sie verstehen. Mhm. Okay, und können Sie das ein bisschen erklären? Ja, Sie rufen illegal an. Wie bitte? Sie rufen illegal an. Illegal? Ja. Nein, unser Unternehmen ist ganz offiziell und legal, weil wir in sehr verschiedenen Ländern arbeiten. Also unser Unternehmen ist international, wir haben alle Lizenzen, aber wir haben unsere offizielle Adresse, wir haben offizielle Office in der ganzen Welt. Da kann man sich ja einbilden, aber entspricht ja nicht den Tatsachen. Wie bitte? Ich sage, das kann man sicher einbilden, aber das entspricht ja nicht den Tatsachen. Ja, Sie können also alle offiziellen Informationen anschauen. Also wir arbeiten auch zusammen mit der Finanzaufsichtsbehörde. Mhm, genau. Also das ist unser Regulationsservice. Vielleicht wissen Sie, was bedeutet, ja, Finanzaufsichtsbehörde. Ja, ich weiß, was das ist. Super, also wir haben auch offizielle Lizenz.
Okay, und also wie wir zuerst gesprochen haben, wie ich verstehe, haben Sie also Interesse zum Einkommen, ja? Nee. Also haben Sie kein Interesse zum Einkommen? Nee. Also Sie möchten kein Geld verdienen? Nicht bei Betrügern, weil da kann man ja nichts verdienen. Okay, Herr Habeck, entschuldigen Sie mir bitte, aber Sie haben sich selbst auf unserer Werbungsseite angemeldet. Also das bedeutet, dass Sie zum Einkommen Interesse haben? Nee. Sie möchten Einkommen bekommen? Das bedeutet das nicht. Okay, dann warum haben Sie das gemacht? Um eure Zeit ein bisschen zu verplempern, weil ihr ja Betrüger seid. Wie bitte? Ich sagte, um ein bisschen eure Zeit zu verplempern, weil ihr Betrüger seid. Betrüger? Und warum Betrüger? Ja, weil ihr Betrüger seid und ich wollte eure Zeit verschwenden. Ja, okay, können Sie mir sagen, warum Betrüger? Ja, weil ihr Betrüger seid. Okay, Herr Habeck, aber meine Frage ist, warum haben Sie sich angemeldet, wenn Sie dazu kein Interesse haben? Na, um eure also, Zeit zu verschwenden. Also wir sind erwachsene Menschen, wie bitte? Um eure Zeit zu verschwenden. Ah, Sie können meine Zeit nicht verschwenden, ich habe sehr genug Zeit, naja, um mit solchen Menschen zu sprechen. Mhm. Verstehen Sie, wenn ich jetzt mit Ihnen spreche, ich verdiene auch Geld und deshalb kann ich das machen. Für mich ist es egal, was ich jetzt mache, aber also ich handle auf dem Finanzmarkt, ich bekomme Einkommen, deshalb für mich ist es egal, mit wem und wo und wann spreche ich. Ja, aber umso länger du mit mir sprichst, umso weniger kannst du andere Leute bescheißen. Ja, also ich spreche mit meinen Kunden, die ganz also erwachsene Menschen sind. Nee, das ist ja Quatsch. Also okay, Herr Habeck, okay, ich möchte mit Ihnen nicht streiten, ich möchte also nicht in einige Kinderspielen spielen. Na, dann hören Sie doch damit auf. Bitte? Ja, dann hören Sie doch damit auf. Nein, ich möchte mit Ihnen ein bisschen alles das besprechen. Achso, dann verschwenden wir noch ein bisschen Zeit, okay. Kann man machen. Also Sie haben auch viel Freizeit, ja? Ja. Ich kann mir meine Zeit einteilen und kann mir von jeder Menge eurer Zeit vertrödeln, damit ihr nicht mit ihr arbeiten könnt. Also, Sie haben gesagt, dass Sie hier arbeiten wie ein Politiker. Ja, also, Politiker haben ja nichts zu tun. Deutsche Politiker, okay, und deutsche Politiker haben so viel Freizeit? Naja, was machen denn die deutschen Politiker? Nichts. Außer das Geld in eigene Tasche wirtschaften. Mehr machen doch die nicht. Alle Mann, ohne Ausnahme. Okay. Und darf ich fragen, also, möchten Sie dieser Zeit verschwenden? Ja. Oder besser in dieser Zeit Geld bekommen? Nee. Ich will die Zeit ein bisschen verschwenden, totschlagen. Ja. Also, wie ich verstehe, brauchen Sie kein Geld? Nee. Also, wenn Sie kein Geld brauchen, warum haben Sie sich auf unsere Werbungsseite angemeldet? Ja, das habe ich doch bereits erklärt und das hattest du auch bereits verstanden. Okay, aber wenn Sie Zeit verschwenden möchten, man kann ja zum Beispiel, ich weiß nicht, man kann zum Beispiel in einem Park spazieren gehen oder mit Verwandten Zeit verbringen, mit Familie, ja? Also das ist viel besser. Ja, also das ist viel besser. Wenn ich eure Zeit aber in der Zeit vertrödeln kann und ihr macht dadurch weniger Umsatz, ist doch das gut. Also ich habe gesagt, ich verschwende jetzt keine Zeit. Na, aber doch, du machst ja keinen Umsatz. Aber Sie können diese Zeit zum Beispiel mit Ihrer Familie verbringen, ja? Ja, warum sollte ich? Ich kann doch auch die Zeit mit dir verbringen und dann kannst du deine Zeit nicht mit Betrugsopfern verbringen. Also, Sie haben Lust, mit mich über solche Themen zu sprechen? Ja, genau. Okay, ich verstehe Sie nicht, aber... Okay. Ich verstehe eure Intuition auch nicht, warum ihr Leute bescheißt. Okay, ich möchte nicht alle Themen in der Welt besprechen. Ich möchte nur über Finanzmarkt, über Einkommen sprechen. Okay. Na, dann erzähl mal ein bisschen was. Vielleicht können wir ja noch ein zweites Video mit dir hin. Also, okay, Sie meinen jetzt, dass unsere Firma arbeitet nicht offiziell, ja? Genau. Das kann man ja auch nachlesen, okay. Das steht ja bei Google. Okay, ich kann Ihnen also alle Informationen, alle offizielle Lizenz und so weiter per E-Mail schicken. Sie können das alles anschauen und dann können Sie vielleicht Ihre Meinung ändern. Nö, die ändert sich nicht. Warum?
Ja, weil die Bestätigung ja schon da ist, dass das bei euch alles nicht wert ist, die ganzen Fake-Lizenzen. Okay, wir können wir weiter mit, über unsere Zusammenarbeit sprechen. Wenn Sie jetzt sagen, dass wir sind also Betrüger, wieso? Wieso nicht? Okay, aber ich weiß nicht, was kann ich Ihnen jetzt sagen? Nee. Machen wir das Mikrofon dann aus, oder wie? Wenn wir dann nicht weiter wissen. Wie bitte? Ich sage, wenn wir nicht weiter wissen, machen wir das Mikrofon aus und fragen den Nachbarn, oder was? Also, wie ich gesagt habe, möchte ich mit Ihnen, wie mit allen Kunden sprechen. Ja. Wenn Sie dazu Lust haben, wir können das noch einmal ganz normal und in Ruhe besprechen. Na, dann erzähl mal. Aber wenn... Wie bitte? Dann erzähl mal. Also, ich über Finanzmarkt habe ich schon erzählt, ja? Ja, willst du nicht nochmal? Ich dachte, du willst nochmal. Okay, also ich kann das noch einmal machen. Na, dann los. Okay. Super. Mhm. Also, wie ich gesagt habe, auf dem Finanzmarkt verdient man auf den Preisänderung. Also, das bedeutet, dass man kauft billiger und verkauft teurer. Zum Beispiel, wissen Sie, wie viel kostet heutzutage Erdöl? Keine Ahnung. Also, zum Beispiel, amerikanische Erdöl, WTI, kostet heutzutage $110. Aber, wie Sie vielleicht lesen Sie verschiedene Nachrichten und wissen, dass die Situation mit Erdöl und mit anderen Rohstoffen in der ganzen Welt ist sehr unstabil. Also die Preise für Rohstoffe steigern jeden Tag. Und wie wir eigentlich verstehen, nicht. Wir wachsen... Wie bitte? Ja, eigentlich liegt das ja nur an den Spekulanten, warum der Preis immer weiter steigt. Okay, also haben Sie etwas über Situation zum Beispiel in der Ukraine gelesen? Ja, was soll ich denn da gelesen haben? Ja, also vielleicht verstehen Sie das jetzt, die Situation auch mit Russland in der ganzen Welt sehr also unstabil und deshalb kann man Sie haben etwas über Krieg in der Ukraine gelesen vielleicht? Das bleibt ja nicht aus. Also okay, verstehen Sie das, also Preis für Rohstoffe wird steigern wegen dieses Kriegs? Nee. Auch wegen Quarantäne? Nee, das ist falsch. Der Ölpreis steigt nicht wegen dem Krieg. Wir haben in der Ukraine keine Ölraffinerie. Also steigt der Preis deswegen auch nicht. Okay, wie ich verstehe, meinen Sie, dass Preise sind immer stabil, ja? Nee, das habe ich nicht gesagt. Die Spekulanten, die versauen die Preise. Okay, zum Beispiel, wie ich gesagt habe, amerikanische Erdöl WTI hat sehr große Qualität. Das bedeutet, dass zum Beispiel heute um 16 Uhr war Preis 107 Euro, Dollar, entschuldigen Sie mir bitte, $107. Und jetzt um circa 5 Uhr kostet es $110. Ja, aber das hat ja nichts mit der Ukraine zu tun. Wie bitte? Ich sage, das hat ja nichts mit der Ukraine zu tun. Also, das ist mit der Situation in der ganzen Welt verbunden, ja? Nee, das hat was mit Spekulation zu tun, aber mit was anderem nicht, weil Spekulanten dort halt den Preis einkaufen. Das hat damit zu tun, aber... Okay, also, Sie meinen, dass... Preisen auch... Okay. Okay, ich kann so sagen, ich bin kein Finanzexpert, also, wie ich gesagt habe, bin ich nur... Ja, ich bin... Nur Kontomanager. Also ich handle auch mit, also zusammen mit meinem Finanzexperten. Und leider habe ich nicht so viele Kenntnisse wie Finanzexperten. Aber ich verstehe das nur ein bisschen. Herr Habeck? Ja. Also haben Sie das verstanden? Das habe ich verstanden, ja. Okay, zum Beispiel, über die Situation in der Welt, über Nachrichten, auch über die Preise auf dem Finanzmarkt, Sie können das alles mit Ihrem Finanzexperten im Detail besprechen und so weiter. Mhm. Und ich bin jetzt hier, um Ihnen Ihr Handelskonto aktivieren zu helfen. Mhm.
Also Sie meinen, Sie sind derjenige, der dazu da ist, mir wenigstens 250 Euro aus der Tasche zu leiern. So könnte man also, das zielführender beschreiben. Also, Sie finden, dass 250 Euro, das ist zu viel, um zu beginnen? Nö. Wie bitte? Das ist viel zu wenig, um zu beginnen. Also, das ist zu wenig, ja? Ja, viel zu wenig. Damit kann man ja auf dem Trading-Markt nichts anfangen. Dann reden wir ja hier von 50 Cent, die ich da Gewinn machen kann. Ja, wie Frau Kaufmann hat gesagt, unsere Kunden verdienen ca. 30% pro Monat. Ja, aber das ist ja nicht möglich. Ja, also mit 250 Euro. Mit 52 Euro? Mit 250 Euro ist das nicht möglich. Also, Herr Habeck, unsere Kunden beginnen mit sehr verschiedenen Summen. Aber die meisten Kunden verdienen ca. 30%. Ja, also mit unseren Finanzexperten werden Sie das alles besprechen. Sie werden Ihre persönliche also Handelsstrategie machen. Und dann können Sie solche Prozente für... Die Mikrofon ist aus, man kann Sie nicht mehr hören. Nur mal so nebenbei. Aber irgendwie funktioniert das doch mit eurer Leitung nicht vernünftig. Ja, jetzt höre ich wieder was. Wie bitte? Ja, du warst gerade weg. Okay, darf ich fragen, also, Sie haben gesagt, dass Summe von 250 Euro, das ist zu wenig. Welche Summe finden Sie normal, um zu beginnen? Ja, so 35.000. 35.000? Ja. Und lohnt sich das ja also gar nicht. Also mit solchen Summen kann man, ich weiß es nicht, vielleicht 10.000 pro Monat verdienen, weil man kann mit sehr verschiedenen Aktiven handeln. Also man kann mit Krypto handeln, man kann mit Aktien, mit Rohstoffen und so weiter. Aber wenn man nur Anfänger ist, man kann mit 250 beginnen und ein bisschen zu verdienen, weil wir sprechen über zusätzliche Einkommen. Also Sie können das selbst ausprobieren und dann können Sie das verstehen. Dass ja, aber wer probiert denn sowas aus? Das ist doch Quatsch. Wie bitte? Wer probiert denn mit 250 Euro mal einfach mal sowas aus? Das ist doch Quatsch. Okay, Herr Habeck, hör mal, also Sie können das ausprobieren. Wenn zum Beispiel Ihnen etwas nicht gefällt, Sie können Ihr Handelskonto schließen. So. Und dann bekommt man sein Geld nicht wieder. Wie bitte? Und dann ist das Geld weg und man bekommt es nicht wieder. Also das ist Ihre Investition. Sie können Ihr Profit nicht benutzen. Ja, aber das ist Ihr privates Handelskonto. Ja, das, ihr zahlt aber am Ende nichts wieder aus. Das ist ja bekannt. Steht ja auch überall im Internet. Wie bitte schön? Ja, so wie ich es gesagt habe. Zweimal schon hintereinander. Es gibt ein bisschen schlechte Verbindung. Okay, Sie haben gesagt, dass die Summe von 250 Euro, das ist zu wenig. Und mit welchen Summen möchten Sie beginnen? Ja, habe ich doch gesagt jetzt. Können Sie das noch einmal wiederholen? Ja, 35.000. 35.000? Okay. Ja. Wir können das machen, aber das ist für Sie ganz normal? Ja. Also möchten Sie mit einem Unternehmen arbeiten, wenn Sie 35.000 Euro investieren können, ja? Ja. Wissen Sie, dass mit solcher Summe kann man selbstständig also auf dem Finanzmarkt handeln? Ja, wenn man Ahnung davon hat, kann man das machen, ja. Okay, wenn Sie möchten, das ist Ihre Wunsch, wir können das machen. Okay, dann darf ich fragen, ob Sie vielleicht Visa oder Mastercard benutzen? Ja, habe ich. Visa oder Mastercard? Ja, ist vorhanden. Wie bitte? Ist vorhanden. Beiden? Ja. Okay, dann können wir zum Beispiel Ihr Handelskonto mit Visa aktivieren. Also, ich würde Ihnen jetzt einen Link per WhatsApp schicken. Okay. In welches WhatsApp? Wie bitte? In welches WhatsApp? WhatsApp. Ja, benutzen Sie WhatsApp? Nee. Wie bitte? Nein. Also, wissen Sie vielleicht, was bedeutet Viber? Was ist das? Das ist ein App? Das heißt Viber. Ja, Viber, okay. Viber, auf Englisch Viber, auf Deutsch Viber.
auf Italienisch Vibor und so weiter, ja. Aber auf Deutsch heißt Viber auch sowas wie ungezogene Frau, ja, ja, oder? Ja, ich meine, das ist Viber, das ist ein Messenger, ja? Mhm. Super. Also, und noch ein Messenger, das ist WhatsApp. Ja. Benutzen Sie WhatsApp? Nee. Nee, okay, also, dann kann ich dieses Link per E-Mail schicken, okay? Mhm. Super. Dann eine Sekunde, bitte, ich würde das jetzt schicken. Okay, eine Minute, bitte. Mhm. Okay, ich habe Ihnen jetzt per E-Mail einen Link geschickt. An welche E-Mail-Adresse denn? Wie bitte? An welche E-Mail-Adresse denn? Robert Habeck, gmail.com. Mhm. Alles klar. Die existiert nicht. Wie bitte? Ich sage, die E-Mail-Adresse existiert nicht. Okay, und welche Adresse benutzen Sie jetzt? Ja, dahinter mit @mdccfun.de. Wie bitte? @mdccfun.de. Okay, eine Sekunde bitte, ich würde das schreiben. Mhm. Also auch Robert Habeck, ja? Ja. Okay, warte mal bitte. Robert Habeck, dann? @mdccfun.de. Können Sie das bitte nicht so schnell das sagen? mdpc.de? Nee. mdcc. mdpc.de. Ja. Nee, fun.de. mdpcufude? Nee, fun.de. Also vielleicht gibt es keine Adresse. Doch. Das ist live.de, vielleicht Gmail oder noch etwas. mdccfun.de. Ja, okay. Noch einmal. mdpcfn.de. Nee. Du hattest es doch schon mal richtig. Warum machst du es denn wieder falsch? Okay, Sie haben Ihre E-Mail-Adresse roberthabeck@gmail.com geschrieben. Ja. Vielleicht ja. Benutzen Sie dieses E-Mail. Nee. Okay, benutzen Sie Viber? Nee, haben wir aber auch schon gehabt. Okay, dann können Sie jetzt im Internet recherchieren, okay? Was soll ich denn recherchieren? Also ich kann Ihnen das, dieses Link so sagen, okay? Ach, jetzt soll ich so alleine eingeben, was denn für ein Link? Also können das selbst bitte schreiben, ich würde Ihnen jetzt das sagen, okay? Ja, um welchen Link geht es denn? Was ist das denn für ein Link? Ach, ich würde hier unsere Plattform-Adresse sagen, okay? Aber da war ich doch schon drauf. Wie bitte? Ich sage, da war ich doch schon drauf. Okay, haben Sie schon unsere Plattform? Da waren wir doch vorhin schon. Habe ich doch für, dich vorhin also schon mit haben Sie Plattform Celine Invest gesehen? Was für ein Ding? Die Plattform, auf Sie angemeldet haben. Ja. Ja? Welche denn? Die Plattform, auf die sich angemeldet haben, Celine Invest. Waren so 500 ja? Stück oder so. Wie bitte? Ja, wie heißt die Plattform? celine.pro. celineinvest.pro. Das hat sich aber gequält angehört. Wie bitte? Ich sage, das hat sich sehr gequält angehört. Also können Sie jetzt bitte in Internet gehen und diese Adresse schreiben? Ja, mache ich gleich, wenn ich wieder am Computer bin. Wie bitte? Mache ich gleich. Können Sie das jetzt machen? Ja, gleich. Okay, dann schreiben Sie bitte. Se. Okay. Ja, gleich. Nicht drängeln und nicht schubsen, ich habe Joghurt im Rucksack. Haben Sie unsere Plattform gefunden? Nee, noch nicht, ich habe aber noch nicht gesucht. Also, okay, bitte, können Sie das selbst schreiben? Ich habe gesagt, Celine Invest, also, das ist C-E-L-I-N-E-I-N-V-E-S-T.pro.
Also ja, zusammen, das heißt Zellininvest.pro. Haben das, Sie haben das schon geschrieben? Nee, noch nicht, aber gleich. Okay, ich kann warten. Ja, das dachte ich mir. Haben Sie das schon geschrieben? Nee, ich baue gerade den Kopf von meiner E-Sicher wieder zusammen. Wie bitte? Ich sage, ich baue gerade den Kopf von meiner E-Sicher zusammen. Moment. Also, Sie haben unsere Plattform gefunden oder gibt es einige Probleme? Nee, es gibt kein Problem, aber ich habe auch noch nicht gesucht. Ich gehe jetzt erst wieder ins Büro. Ah, okay. Auf welchem Step sind Sie jetzt? Ja, gleich auf meinem Stühlchen. Aber ich muss jetzt mal das Fenster aufmachen, weil ich sehe gerade... Okay, Herr Habert, haben Sie schon Internet geöffnet? Das Internet ist immer da. Super. Hm? Jetzt benutzen Sie Google vielleicht oder noch etwas? Ein Tor-Browser. Ach, okay. Können Sie bitte jetzt die Adresse von unserem Plattform schreiben? Ja, Moment, ich muss nur noch den Kopf von meiner E-Sicher wieder draufschrauben auf den Akkuträger. Ja. So, dann gucke ich mir mal den Bums an. So, wie heißt es? Wie heißt der Quark? Wie bitte? Wie heißt jetzt der Quark? Zellin Invest. Also mit C, L, I, N. Nein. C, E. Also C, E. Also. C-E-L-I-N-E. Ja, also Celine. Ja, dann Invest zusammen. Celine Invest zusammen. Ja. Punkt Pro. Also da war ich auf jeden Fall schon mal drauf. Dann gucken wir mal. Und Google bemühen wir auch gleich mal mit dem Bums. Dann können wir mal gleich mal gucken, was Google so über euch sagt. So. Also, haben Sie schon unsere Plattform geöffnet? Ja, die habe ich auch. Das ist mit dem gelben Bummel dabei. Super, was sehen Sie jetzt auf Ihrem Bildschirm? Alles Mögliche. Also, auf welchem Bildschirm denn? Ich habe vier. Herr Habeck, können Sie bitte ein bisschen nicht so schnell sprechen, bitte. Ich kann auch ein bisschen schneller reden, das ist kein Problem. Ich kann mich auf jeden Fall auch ein bisschen schneller artikulieren, wenn Sie das gerne möchten. Okay, ja. Herr Habeck. Dann machen wir das jetzt in dem Tempo weiter, okay. Haben Sie vielleicht AnyDesk? Sie meinen das Programm, womit Sie mir ein Virus und sowas da auf dem Computer installieren können? Oder noch mehr Datendiebstahl als sonst schon? Herr Habeck? Ja? Ich habe gefragt, haben Sie AnyDesk? Nee. Okay, können Sie das jetzt installieren? Nein. Warum? Ja, weil Sie doch nichts auf meinem Rechner zu suchen haben. Ich möchte Ihnen helfen, Ihr Handelskonto zu öffnen. Ja, aber das macht man doch nicht, indem man sich auf den Rechner des Kunden schaltet. Das ist doch nur unseriös. Was ist nicht seriös? Na, AnyDesk. Wenn, okay, dann TeamViewer. Ist das Gleiche. Was ist unseriös? Ich möchte nur Ihnen helfen. Wenn Sie einige Probleme haben, wenn etwas nicht funktioniert, ich möchte Ihnen nur helfen, ja, aber das macht Ihr Handelskonto so zu aktivieren. Ja. Aber das macht man doch nicht so. Okay, ich habe alle Buchstaben gesagt. Haben Sie unsere Plattform gefunden? Ja, bin ich drauf. Habe ich ja gesagt. Also, Sie sehen unsere Plattform jetzt? Ja, habe ich auch gesagt. Okay, und können Sie mir bitte sagen, was sehen Sie jetzt auf Ihrem Bildschirm? Auf welchen der vier? Wie bitte? Auf welchen denn von den vier? Also, was sehen Sie auf unserem Plattform? Die erste Seite, was sehen Sie dort? Naja, die Startseite. Wie bitte? Die Startseite. Okay, und was steht dort? Auf welche Sprache, also so, welche Fotos und so weiter? Ja, das spielt doch keine Rolle. Wo soll ich denn da jetzt hingehen? Wie bitte? So eine Fragen sind nervig. Mach mal weiter im Programm. Das kennen die Zuschauer alle schon. Okay,
sehen Sie vielleicht, wenn Sie jetzt auf unserer Plattform befinden, sehen Sie vielleicht ein Login. Ja. Oben steht ein Login. Ja. Super. Haben Sie das schon geöffnet? Was? Okay, und was steht jetzt dort? Na, einloggen. Ja, also, was steht dort? Na, einloggen. Was soll ich denn jetzt machen? Müssen Sie mir die Daten sagen, dann gebe ich die da ein und dann logge ich mich da ein. Drücken Sie bitte auf einloggen. Ja, habe ich ja gemacht. Was sehen Sie jetzt? Na, den Einlog-Bildschirm. Also, was muss man dort schreiben? Das wird gerade ein bisschen nervig. Wie bitte? Anstrengend. Was anstrengend? Wie? Was sehen Sie jetzt? Wo haben Sie denn Ihre Deutschkenntnisse her? Wie bitte? Wo haben Sie denn Ihre Deutschkenntnisse her? Meine Deutschkenntnisse? Ja. Was ist für Sie anstrengend? Ja, das Deutsch. Ja, also mein Vater kommt aus Deutschland, aber meine Mutter kommt aus Russland. Ja, aber dass das nicht stimmt, das weißt du doch selbst. Wie bitte? Dass das nicht stimmt, das weißt du doch selbst. Was meinen Sie? Was nicht ja, das stimmt? Ist gelogen, die Familiengeschichte. Warum? Also möchten Sie Ausweis von meinem Vater und Mutter bekommen, oder was? Nö, aber das glaube ich halt nicht, die Geschichte. Okay, dann was ist die Lüge? Ja, dass Sie eine deutsche Abstammung sind, das ist die Lüge. Weil wenn man deutscher Abstammung ist und Deutsch sprechen kann, dann kann man es auch so wenigstens halbwegs flüssig. Vielleicht zwar trotzdem noch mit Akzent, aber flüssig. Okay, und kommen Sie aus Deutschland? Nee. Und woher kommen Sie? Aus Südafrika. Südafrika, super. Und wo wohnen Sie jetzt? Was? Und wo wohnen Sie jetzt? Na, zu Hause. Gut, Herr Habeck, aber in welchem Land? Ja, in Deutschland. In Deutschland? Ja. Also haben Sie jetzt vielleicht deutsche Staatsbürgerschaft? Ja. Super. Aber ich finde, das ist auch Lüge. Können Sie mir Ihr Ausweis schicken? Ja. Ja? Ja. Okay. Können Sie das hier per E-Mail schicken? Nee. Warum? Über Postident kann ich das anbieten. Wie bitte? Postident. Was meinen Sie? Ja, wenn man deutscher Abstammung wäre, dann würde man das auch wissen. Vielleicht können Sie oder möchten Sie mit meinen Kollegen sprechen? Nee. Weil vielleicht gibt es einige Probleme mit meinem Deutsch, wie nee, Sie das sagen. Das Deutsch ist schon lustig genug. Das reicht fürs Video. Wie bitte? Ich sage, das Deutsch, das reicht fürs Video aus. Es ist lustig genug. Okay, warte mal bitte. Mhm. Okay, Herr Habeck, warte eine Sekunde bitte. Ich würde kommen. Eine Sekunde bitte. Wenn du noch ein bisschen weiter deine Zeit verplempern willst. Ich meine, wir hatten ja schon mal heute eine halbe Stunde oder 45 Minuten sogar. Jetzt haben wir ja, glaube ich, schon wieder 30 Minuten voll. Oder 33 Minuten. Oh Gott. Wie kann man dann eigentlich zweimal versuchen, sich als Abzocker bescheißen zu lassen? Das ist mir ein Rätsel. Naja, aber der Junge gibt nicht auf. Dann lassen wir mal weitermachen. So. Hallo? Musst du jetzt erst deiner Kollegin alles erklären? Oder dem Kollegen? Herr Habeck? Ja. Sind Sie schon hier? Ich bin immer noch hier, nicht schon. Super, okay. Entschuldigen Sie mir bitte. Mhm. Also wie ich gesagt habe, können Sie jetzt mir Ihren Ausweis per E-Mail schicken? Nee, per Postident machen wir das. Das ist sicherer. Wie bitte? Ich sage, per Postident machen wir das. Das ist sicherer. Also okay, unsere Verifizierungsabteilung braucht Ihr Ausweis, um verifizieren. Ja, über Postident können wir das machen. Okay, können Sie mir Pass zum Beispiel, Reisepass schicken oder Führerschein oder noch etwas? Das können wir alles über Postident machen, ja. Wie bitte? Ich sagte, das können wir alles über Postident machen. Das ist kein Problem. Kann ich Ihnen alles zuschicken, aber nur über Postident. Per was? Postident. Ich benutze auf meinem Arbeit nur E-Mail leider, weil das ist offizielle E-Mail-Adresse. Ja, aber das ist ja nicht, das ist ja offiziell nicht sicher. Also okay, unsere Firma benutzt nur offizielle WhatsApp und offizielle Gmail-Adresse. Ja, aber das nimmt man beides offiziell nicht für die Übertragung von Personaldaten. Also für Verifizierung brauchen wir
ihren Ausweis. Ja, können Sie ja haben. Wenn etwas Ihnen nicht gefällt, leider können wir unsere Zusammenarbeit nicht bauen. Warum nicht? Weil wir brauchen Ihren Ausweis, um Ihr Handelskonto zu verifizieren, wie ich gesagt habe. Ja. Aber unsere Firma benutzt nur E-Mail-Adresse, offizielle E-Mail-Adresse. Also Sie können Ihren nur unsichere Ausweis Sachen. Wie bitte? Sagte, dann nutzen Sie also nur unsichere Methoden. Okay, ich habe einen anderen Vorschlag. Sie können jetzt in Österreich kommen, in Wien, hier auf Landerstraße, Hauptstraße 72, und dann können Sie mir Ihr Ausweis also geben. Okay. Ja, das ist auch okay, dann machen wir das. Wenn ich das nächste Mal eine Außendienstreise habe, können wir das gerne machen. Dann komme ich da bei euch vorbei. Das ist kein Problem. Okay, dann noch einmal. Wien, Landerstraße, Hauptstraße, 72. Das werde ich ja bei euch auf der Webseite finden, denke ich mal. Wie bitte? Ich sagte, das werde ich ja bei euch auf der Webseite sicherlich finden. Okay, wann werden Sie kommen? Ja, wenn die nächste Auslandsreise ansteht, dann komme ich damit dran vorbei. Schön auf Störtalakosten. Können Sie vielleicht morgen kommen? Für den richtigen Termin habe ich da jetzt noch nicht. Das kann ich jetzt nicht genau sagen. Das machen wir dann, wenn ich gerade Bock habe, ein bisschen Steuergelder aus dem Fenster zu schaufeln. Okay, Herr Haber. Also, wie ich gesagt habe. Es gibt also zwei Varianten, wie wir das alles machen können. Den ersten Variant, können Sie mir bitte Ihr Ausweis per E-Mail schicken. Und der zweite, also, Sie können in Wien kommen und also Ihr Ausweis geben. Ja, die zweite Variante wäre die sichere Variante. Genau, aber über das Internet, per E-Mail schickt man ja keine Daten einfach so weg. Okay, super, Herr Habeck. Wann können Sie in Wien kommen? Ja, weiß ich noch nicht, habe ich doch gesagt. Okay, am Montag. Ja, wie gesagt, habe ich gesagt. Weiß ich noch nicht. Wird sich dann zeigen. Ich habe nicht, leider habe ich nicht gehört. Nee. Ohrenwaschen könnte helfen manchmal. Also Herr Habeck, darf ich fragen, werden wir etwas machen oder wir können nur sprechen? Nee, ich verarsche dich doch nur die ganze Zeit. Wie bitte? Ich sagte, ich verarsche dich doch nur die ganze Zeit. Okay, also Sie möchten nur meine Zeit verschwenden. Genau, habe ich ja auf eingangs schon erwähnt. Also und können Sie mir bitte ehrlich sagen, möchten Sie Ihr Handelskonto aktivieren? Natürlich. Okay, kein Problem. Dann, dazu brauche ich zwei Fotos von Ihrem Ausweis, die Sie per E-Mail schicken. Leider arbeiten wir jetzt mit unseren Kunden online, weil heutzutage gibt es auch Quarantäne in der ganzen... Wie bitte? Postident ist ja auch online. Also okay, es geht um Online-Handel. Können Sie Ausweis per E-Mail schicken? Nee, per E-Mail machen wir das nicht, habe ich ja gesagt. Postident kann ich anbieten. Okay, wie möchten Sie das schicken? Na, Postident, habe ich doch gesagt jetzt mehrmals. Postident ist was, sicher. Was ist das? Ich weiß noch nicht, was ist das? Ja, das ist ein externer Dienstleister von der Deutschen Post, wo man dann da direkt per Videocall jemanden seinen Personalausweis zeigen kann und dieser beglaubigt dann bei euch in der Firma, dass ich bin. Und schon ist das Ding erledigt. Also, so macht können Ihr Ausweis per Post schicken? Mhm. Postident, das funktioniert über eine App von der Deutschen Post. Okay, Herr Habeck, aber leider arbeitet unser Unternehmen nur so, wie ich gesagt habe. Nur unseriös, genau. Ja, unseriös, ja. Ja, nur unseriös, also nicht seriös. Also, wenn wir unseriös arbeiten, möchte ich Ihnen noch einmal sagen, möchten Sie jetzt unseriös Ihr Handelskonto zu aktivieren? Na klar, wenn wir noch ein bisschen Zeit verplempern können, sind ja erst 40 Minuten rum. Vielleicht kriegen wir da noch ein Stundenspecial draus. Brauchen wir ja bis noch 20 Minuten oder so. Nach 3 Stunden liegt aber meine Telefonanlage leider auf. Hab ich leider festgestellt. Okay, Herr Habeck. Aktivieren wir Konto oder nein? Ja, natürlich. Dann brauche ich Ihren Ausweis per E-Mail. Per Postident, meinen Sie? Wie bitte? Per Postident. Nein, nur per E-Mail. Also nur unseriös. Haben Sie da keine seriöse Methode? Irgendwie so? Wie bitte? Keine seriöse Methode im Angebot? Oh, okay, möchten Sie Postident benutzen, ja? Ja.
Okay, warte mal bitte. Ich würde meinen Hauptmanager fragen. Na, die Antwort weiß ich schon. Aber vielleicht also gibst du mir einfach den Manager mal direkt. Deutsch. Vielleicht kann ich ja mal mit dem Manager reden. Das wäre doch mal interessant für ein Video. Also verstehen Sie das? Wusste denn, das ist Deutsche Post AG. Ja. Wie ich gesagt habe, wir befinden sich in Wien. Also ja, Wien, das ist egal. Das macht ja keinen Unterschied. Das kann man ja ist nicht egal, weil Deutsche doch. Post AG arbeitet Nein. nicht in Österreich. Doch, über Postident kann man weltweit arbeiten. Postident, das geht weltweit, nicht nur in Deutschland. Okay, dann können Sie mir Postident mit Amerika arbeiten. Ja. Wie? Ja, kein Problem. Natürlich, ja, sofort, das geht. Okay, leider benutzt unsere Firma kein Postident. Ja, dann müssen Sie sich das anschaffen, zulegen. Okay, ich verstehe das nicht. Können Sie mir bitte ein bisschen erklären, wie Postident in anderen Ländern arbeitet? Ja, über die App, so wie in Deutschland. Das ist kein Unterschied. Nur dass der Mitarbeiter dann eine andere Sprache spricht. Können Sie das ein bisschen erklären, wie? Wieso? Ich habe eine App auf dem Handy und dann ist da ein Mitarbeiter drin in der App, der per Videochat zugeschaltet wird. Okay, am Arbeit benutze ich kein Handy. Am Arbeit benutze ich kein Handy. Ich benutze nur meinen Computer. Ja, Sie brauchen ja das Handy nicht. Sie bekommen das Ergebnis dann im Computer, richtig? Okay, warte mal bitte. Kriegen wir jetzt irgendeine schlaue Blitzbombe ans Telefon oder? Nicht so. Nein, wir verschwenden ja jetzt 42 Minuten für nix, für den Förster. Und du weißt, es hat der ersten Minute. Also eigentlich schon bevor du angerufen hast, Schnuppelchen. Wir haben ja heute schon mal 40 Minuten oder 30 oder so telefoniert. Also auf jeden Fall war mir danach, dass es sehr lange war und wir uns ein bisschen angebrüllt haben. Und nun quatschen wir normal, als wäre nichts gewesen. Naja, aber man kann ja nochmal probieren, die Leute zu bescheißen, ne? So. Hallo. Ja, hallo. Ach, wer ist denn jetzt dran? Emilia Kaufmann ist am Apparat. Okay. Wie geht's Ihnen? Ja, so wie vorhin. Und genauer? Schlicht? Nö, eigentlich nicht. Ach so. Nö, ich bin nur ein bisschen von Ihrem Mitarbeiter genervt, worauf? Weil der irgendwie, weiß ich nicht. Sind Sie genervt, ja? Ja, von Ihrem Mitarbeiter. Und was ist denn passiert? Ja, der, weiß ich nicht, der hat ja vorhin schon mal angerufen und jetzt ruft er nochmal an und versucht es nochmal und ja, irgendwie versteht er nichts. Erzählt mir ein paar Geschichten. Postident kennt er nicht. Mit Postident arbeitet derzeit fast kein Mensch. Doch? Ja, also es gibt sehr viele verschiedene Messengers, ja, mit Hilfe von welchen man gewisse Informationen teilen könnte, ja, zuschicken könnte und so weiter und so fort. Vielleicht benutzen Postident nur ältere Leute, nee. Ältere Leute, eigentlich ausschließlich jüngere, die sich nicht in WhatsApp, in Mail, in Viber ja, oder Telegram und, kennen. Und, oder Viber und E-Mail ist ja nicht sicher, ist ja kein sicheres Verfahren zum Kommunizieren. Also zumindest für einen Personalausweis zuschicken, das macht man einen Postident. So oder vergleichbare. So wie ich verstanden habe, haben Sie keine Messenger. Ja? Na doch, aber ich teile die nicht mit Ihnen. Also, und auf welche Weise möchten Sie online handeln, falls Sie fast keinen Computer haben oder keine Messengers haben? Wo wohnen Sie überhaupt? Wo wohnen Sie überhaupt? So ja, sehen Sie doch da im System, denke ich mal. Aber trotzdem, es hat doch gar keiner davon gesprochen. Also, so wie ich verstanden habe, wohnen Sie irgendwo, wo kein Internetverbindung gibt, ja, und keine Messen. Irgendwo in Afrika oder wo. Wer hat Ihnen denn den Quatsch erzählt? Noch einmal bitte? Ja, wer Ihnen den Quatsch da erzählt hat, das stimmt ja alles nicht. Ich weiß nicht, ich vermute das, ich habe Sie darüber noch nachgefragt. Das ist eine interessante Vermutung. Finden Sie so? Was? Finden Sie, dass es wirklich interessant ist? Das ist eine interessante Vermutung, ja. Das ist dann bereits gut. So, und was machen Sie jetzt so? Sagen Sie jetzt auch eine Weile nichts oder wie der andere Kollege, weil der konnte ja auch irgendwie nichts.
was möchten Sie jetzt machen? Ja, wer sind Sie denn eigentlich überhaupt? Wer bitte? Ja, wer sind Sie jetzt eigentlich überhaupt? Sie erinnern sich daran nicht, oder was? Na, an Sie erinnere ich mich nicht. Nee, wer sind Sie jetzt genau? Was ich möchte, oder was Sie möchten? Wer Sie sind. Erinnern Sie sich daran nicht? Nee. Wieso? Wir haben mit Ihnen bereits viel gesprochen. Ich habe Ihnen erzählt, wie Onlinehandel funktioniert. Und jetzt erinnern Sie sich ja an mich nicht. Ich weiß nicht. Vielleicht haben Sie irgendwelche Probleme. Naja, nee, ich telefoniere halt den ganzen Tag mit Betrügern. Und jetzt hat ja der Kerl hier nochmal angerufen. Ach, ich habe ihm ja gesagt, dass das Quatsch ist, mich nochmal anzurufen. Aber er telefoniert ja mit mir jetzt hier schon wieder 50 Minuten fast. Ich bin Ihnen sehr dankbar, dass Sie mir eine solche Information weitergeleitet haben, denn Sie ein Betrüger sind. Nee, Sie also sind dann, ja die Betrüger. Entschuldigung. Ja, ich habe so gesagt, Sie sind ein Betrüger. Sie, ja. Genau, habe ich so gesagt. Ja, ich habe so gesagt, Sie sind ein Betrüger. Ja, Sie. Ich habe so gesagt, Sie sind ein Betrüger. Ja, Ihre Firma, ja, genau. Ja, also ich habe so gesagt, Sie sind ein Betrüger. Ja, ja, so wie Sie das gerne wollen, aber letztendlich landen Sie damit ja sowieso auf YouTube. Entschuldigung, Herr Habeck, aber mit Betrügern arbeiten wir nicht zusammen. Na, aber Sie sind ja ein Betrüger. Ich danke. Wollen Sie nicht mit anderen Betrügern zusammenarbeiten? Ja, oder? Also ich habe Ihnen so gesagt, Sie sind ein Betrüger. Hab ja, und ich Sie was sind was ein Krimineller. Gesagt? Ja, und Sie sind kriminell. Ja, Sie sind ein Kriminell. Ja, also leider arbeiten wir mit Betrügern nicht zusammen. Warum denn? Weil Sie Betrüger sind. Ja, und was ist jetzt da genau die Begründung? Warum arbeiten Sie nicht mit Betrügern zusammen? Ja, also Sie sind ein Betrüger. Warum sollen wir mit Ihnen zusammenarbeiten? Ja, ist doch interessant, mit Betrügern zusammenzuarbeiten, oder nicht? Haben Sie da nicht noch einen Job frei? Finden Sie das? Finden Sie das? Nein. Ja. Wir arbeiten noch einen Job frei? Wir sind offiziell und arbeiten mit Betrügern nicht zusammen. Entschuldigung, also ich bedanke mich herzlich für eine solche Informationen, ja. Und ich wünsche Ihnen viel Erfolg im Leben, ja? Ja. Und so wie ich verstanden habe, sind Sie bereits sehr reich, ja? Genau. Ich hoffe, seelisch sind Sie auch reich. Ja. Dann freut mich sehr, weil ich kann leider solche Schlussfolgerungen nach unserem Gespräch nicht machen. Nee, warum aber denn? Vielleicht könnte ich mich irren, aber... bin davon überzeugt, ich brauche von Ihnen nichts, weil Sie Betrüger sind. Aber ich würde Ihnen Geld schenken. Ich brauche von Ihnen nichts, weil Sie Betrüger sind. Und was ist, wenn ich Ihnen 20.000 Euro schenke und Sie dafür Ihren Job kündigen sollen? Also nehmen Sie bitte dieses Geld, gehen Sie bitte zum Arzt und sagen zu Psychologen, Arzt ist in Deutschland ich habe seelische Probleme. Ja, aber dafür brauche ich ja kein Geld in Deutschland. Also, ich übernehme die Krankenkasse. Sagen Sie bitte Psychologen, dass Sie Probleme mit Menschen haben. Ja, Sie können mit denen nicht kommunizieren, nicht ehrlich sind. Weil Sie Betrüger sind, Sie betrügen den Menschen, beleidigen den Menschen. Ja. Also erzählen Sie das alles, ja. Und wir brauchen kein Geld von Ihnen, ja. Warum nicht? Aber ich würde Ihnen das kostenlos schenken. Auf Ihr eigenes Konto, auf Ihr privates Konto. Wir brauchen von Ihnen nichts und wir arbeiten mit Betrügern nicht zusammen. Aber ich würde dir 20.000 Euro auf dein privates Konto überweisen. Das ist sehr nett. Finden Sie bitte jemanden... Weil ich finde, das haben Sie sich redlich verdient. Weil Sie haben ja richtig schön gekämpft für Ihren Laden. Und da kann man ja eine, auch mal ein kleines Bonusgeld geben. Ne? Möchten Sie denn den Gratis-Bonus haben? Nein, ich möchte kein Geld von Ihnen. Ich möchte kein Geld von Ihnen. Und möchte Ihnen auch nichts geben. Keinen Bonus. Nee. Weil wir mit Betrügern nicht zusammenarbeiten. Warum denn nicht? Weil Sie Betrüger sind. Ach so, aber das ist ja schade. Wissen Sie, was ich Ihnen empfehlen möchte? Also, finden Sie bitte jemanden, mit wem Sie plaudern können. Ja. Ja, und finden Sie so dummen Menschen wie Sie und plaudern den ganzen Tag.
okay? Ja, aber eine Stunde haben wir ja wieder. Ich setze meine Werte Zeit und ich setze meine Gesundheit, sowie physische als auch psychische. Und wir arbeiten, wie ich gesagt habe, mit Jürgen nicht zusammen. Ach so. Ich bedanke mich herzlich. Aber Sie müssten mal einmal noch ganz kurz Sie vielleicht ablesen. Ja, weil Sie betrügen sind. Auf Wiederhören. Guten Tag. Hallo, Herr Gott. Mhm. Guten Tag, mein Name ist Martina Reinhardt und ich bin Vertreterin von einer Handelsplattform. Guten ich Tag, sehe, Martina Sie waren Reinhardt. Vor. Guten Tag. So spreche ich mit Heinrich Gott, stimmt das? Ja. Super, super. So, wissen Sie, vor ein paar Tagen, Sie waren bei unserer Werbeseite und es geht um eine Handelsplattform. So, es geht um Ihre Anmeldung an einem Projekt in passiven zusätzlichen Einkommen. Wissen Sie, worum es geht? Das ist ja höchst interessant. Wie bitte? Mhm. Was haben Sie gesagt? Höchst interessant. Okay, darf ich fragen, so Sie möchten sich damit beschäftigen, anfangen, oder? Natürlich. Mhm. Und haben Sie irgendwelche Erfahrung im Bereich von Handel? Natürlich nicht. Nicht, noch nicht. Okay, wahrscheinlich haben Sie etwas davon gehört oder gelesen. Ja, das habe ich im Radio gelesen. Wie bitte, wo? Im Radio. Im Radio? Ja. Okay, darf ich fragen, was haben Sie da gelesen? Na, dass man da reich werden kann. Wie bitte? Dass man da reich werden kann. Auf welcher Weise denn? Na, mit Trading und so. Also, viel ich verstehe, so Sie interessieren sich für das Handeln mit Kryptowährungen, oder? Ja. Okay, könnten Sie mir mitteilen, was haben Sie da gelesen, wie das alles aussieht? Ja, das habe ich nicht gelesen. Ich habe nur gelesen, dass man da reich werden kann. Also Sie haben einfach einen Satz gelesen. Was? Also Sie haben einfach einen Satz gelesen und Sie haben sich angemeldet. Ja. Habe ich richtig verstanden? Ja. Okay, Herr Gott, darf ich fragen, wahrscheinlich haben Sie früher sich mit so Investitionen in andere Bereiche so beschäftigt. Ich meine so die Aktien oder Rohstoffe. Nee. Noch nicht. Und so, aber doch, sowieso, Sie sollten schon etwas davon gehört haben, ja, wie das alles aussieht, wie das alles funktioniert. Nee, woher denn? Darf ich fragen, was sind Sie von Beruf denn? Kaffeesatzleser. Wie bitte? Kaffeesatzleser. Kaffeesatzleser? Ja. So, welche Verpflichtungen haben Sie denn? Was? So, was sollen Sie da machen? Na, Kaffeesatz lesen. Okay, und haben Sie viele Kunden bei Ihnen? Ja, es geht. Kommt drauf an, wie viel auf die Werbung reinfallen. Wie bitte? Ich sage, es kommt drauf an, wie viele Leute auf die Werbung reinfallen. So, was meinen Sie drunter? Na, wegen dem Kaffeesatz lesen. Ich höre Sie leider kaum. Könnten Sie ein bisschen lauter sprechen, ja? Na, aber Super. Ich spreche doch laut. Weil, weißt du, das ist wahrscheinlich etwas mit Ihrem Verbindungslos oder was nicht. Nee. Okay, darf ich fragen, wie alt sind Sie denn? Was? So, wie alt sind Sie? Wie meinen Sie das? Das fragt man doch nicht. Wie bitte? Das fragt man doch nicht. Weil, wissen Sie, normalerweise die Leute in so einem Alter, ich denke, sie sind irgendwie 30 Jahre alt. So, schon sogar die Jugendlichen, die 17 Jahre alt sind oder sogar so 15 Jahre alt sind, die sollten schon sowieso etwas davon auch nicht nur gehört haben, sondern auch schon irgendwelche Erfahrung in diesem Bereich haben, ja? Das ist das Erste. Und das Zweite, wenn Sie ein Kaffeesatzleser sind, so, Sie sollten auch schon sowieso von Ihrem Beruf sowas gehört haben. Weiß nicht, oder gefühlt haben oder sowas noch, ja? Lesen Sie Ihnen auch so am Kaffee? Da habe ich das nicht gelesen. Haben Sie das für sich alleine gemacht? Ja, ich meine nicht nur für die Kundin, sondern auch für sich selbst. Nee. Okay, so das bedeutet, Sie machen das alles einfach von dem Bauchgefühl. Nee. Wie bitte? Was meinen Sie? Ich meine, so dass Sie einfach einen Satz gelesen haben, so dass Sie einfach reich sein können. Ja. Und haben die Entscheidung getroffen, einfach Ihre Kontaktdaten hinterzulassen. Ohne sich dafür zu interessieren, sogar ohne etwas davon zu lesen oder gehört zu haben. Ja. Okay, wahrscheinlich haben Sie irgendwelche Frage an mich, ja?
Na, erzählen Sie doch einfach mal. Ich weiß ja gar nicht, was das ist, was man da macht. Wie bitte? Ja, erzählen Sie doch einfach. Weil wissen Sie so, Sie haben mir auch so einen Begriff erwähnt, so Trading. Wahrscheinlich haben Sie auch etwas davon gehört oder gelesen. Herr Gott. Ja. Könnten Sie mir mitteilen, was verstehen Sie darunter? Ich kenne mich damit nicht aus. Sie kennen sich da so damit nicht aus, ja? Genau. Okay. Normalerweise, so in diesem Bereich, ich habe schon auch erwähnt, es geht um das Handel, ja? Können Sie sich daran erinnern? Das haben Sie gesagt, ja. Genau, das bedeutet, dass das alles funktioniert auf gleicher Weise wie bei den unterschiedlichen so Kaufhäusern, ja? Das bedeutet, die machen einfach Cross-Einkäufer für billigere Preise, ja? Und in diesem Fall, es geht um das Gleiche. Also man kauft die Kryptowährungen für billigere Preise und dann, so wie alle Kaufhäuser das alles machen, ja? Die verkaufen uns die Lebensmittel für teure Preise, ja? Und diesen Unterschied profitiert auch schon das Geschäft. In diesem Fall, wer die Leute, die das Geld investieren, die handeln, so, die sind im Aussehen von einem so Geschäft, ja? Wir kaufen die Kryptowährungen, wenn die billiger sind, und wir warten bis zu dem Moment, wenn die teurer werden, ja? So, das bedeutet, wir profitieren das Geld, diesen Unterschied. Haben Sie wahrscheinlich etwas davon schon, weiß nicht, so gehört? Haben Sie die Bekannte, die Sie damit beschäftigen? Nee. Was meinen Sie drunter? Kennen Sie mich damit nicht aus. Sie bitte? Ich kenne mich damit nicht aus. Okay, aber ich habe Sie gefragt, ob haben Sie die Bekannte, die Sie damit auch beschäftigen? Nee. Nicht. Okay, ich habe Ihnen gerade erklärt, wie das alles so ganz einfach erklärt, wie das alles funktioniert. Haben Sie das verstanden oder soll ich Ihnen das nochmal erklären? Erklären Sie das nochmal. Okay, so wissen Sie, normalerweise die Kryptowährungen, die sind das gleiche wie Geldwährungen. Davon sollten Sie auch schon überhaupt gehört haben, oder? Von Geldwährungen kenne ich mich aus, ja, die kann man anfassen. Ja, das bedeutet, es gibt Euro, weiß nicht, USD-Dollar und viele anderen, ja? Genau, und in diesem Fall... Wie bitte? Ich sage, es gibt ja auch Schokoladentaler. Was meinen Sie drunter? Ja, Schokoladentaler gibt's ja auch. Ja, genau, aber in diesem Fall, es geht nicht nur um Ihren so Arbeitsplatz, ja? Es geht insgesamt um die Realität, ja? Weil es keine Schokoladentaler so bei den Leuten, die schon erwachsen sind, weil wir können so auch, weiß nicht, so unterschiedliche Dienstleistungen damit auch schon nicht bezahlen. Weiß nicht, wie es bei Ihnen funktioniert, aber normalerweise doch, ja? Könnten Sie mir wahrscheinlich sagen, wie viel kostet, okay, so ein Schokoladentaler, wie viel Euro kostet das? Ein Zehntel Euro. Ein Cent. Hab ich Sie richtig so gehört? Nein. Können Sie das mir wiederhören wahrscheinlich, aber ein bisschen lauter, ja, weil ich höre Sie kaum. Einen Zehntel Euro. Einen Zehntel Euro, das bedeutet 10, weiß nicht, 10 Cent. Ja, möglicherweise. Okay, machen wir das am Beispiel von Schokoladentalern, ja. Ich nehme zum Beispiel einen so Schokoladentaler und ich will das kaufen für das Euro, ja. Das bedeutet, dass das heute kostet, weiß nicht, so 5 Cent. Ja? Und wie schon in bestimmten Zeitraum... Ich einen Snickers. Wie bitte? Wie viel Schokoladentaler bekomme ich denn für einen Snickers? Wie bitte? Ja, wie viel Schokoladentaler ein Snickers wert sind. Okay, Herr Kott, so wissen Sie, in diesem Fall, es geht einfach um einen Beispiel, ja? So, das bedeutet, das spielt in diesem Fall keine Rolle, wie viel das gerade kostet, ja? Lassen Sie, so, schauen Sie mal. Und das bedeutet, so heute gibt es so eine Situation, dass alle Lebensmittel teurer werden, ja? Das bedeutet, dass in einem Jahr schon die Leute 7,9% mehr Geld für die Lebensmittel bezahlen sollen. Das bedeutet, dass dieses Schokoladenteller auch teurer so wurde, ja? Das bedeutet, so diesen Unterschied, sodass Sie das für 5 Cent gekauft haben, und später auch 5% verkauft haben, so diesen Unterschied profitieren Sie. In diesem Fall haben Sie das verstanden? Ja. Super. Das bedeutet, Sie bekommen die Profite, wenn Sie als Beispiel, weiß nicht, so 1000 so Schokoladentaler
eingekauft hätten, ja? Was würden Sie in diesem Fall mit diesem so Geldunterschied machen? Was würden Sie für dieses Geld machen, dass Sie einfach profitiert hätten? Die Hälfte esse ich auf und die andere Hälfte hebe ich mir für später auf. Ich habe nicht verstanden, was Sie gesagt haben. Ja, ich sagte, die Hälfte esse ich auf und die andere hebe ich mir für später auf. Okay, was werden Sie, wofür werden Sie das gebrauchen? Ja, normalerweise, die Leute haben unterschiedliche Zwecke, ja. Das bedeutet, wenn ich jünger wurde, so, dann möchte ich ein, so weiß ich, Auto kaufen, ja. Später, wenn ich die Familie habe, ich will einfach ein Haus bauen und auch die Familie bilden. Und wie ist es für Ihnen? Haben Sie auch schon die Familie? Nee. Ja, haben Sie die Kinder? Nee. Noch nicht? Nein. Okay, so, wie bitte? Nein. Nicht, okay. Und Ihre Frau, womit beschäftigt Sie denn sich? Gibt es gar keine. Wie bitte? Da gibt es keine. Sie haben keine Frau? Nee, ich habe keine Frau. Mhm, habe ich verstanden. Okay, und darf ich sagen, wahrscheinlich haben Sie die Freundin. Weiß nicht, wieso können Sie alleine ganz leben, ja? Die Leute brauchen auch andere Personen dabei. Ja. Aha, die Freundin haben Sie, ja? Nee. Und die Geschwister wahrscheinlich? Natürlich, ich verstehe, Sie möchten auch das Geld für Ihre Hochzeit sammeln, oder? Nee. Nicht, also Sie werden das nicht feiern. Nee. Mhm. Okay, welche Zwecke, so Lebensstile haben Sie denn? Was ist das? Wie bitte? Was macht man damit? Weil wissen Sie, normalerweise, wenn die Leute nach passivem Einkommen suchen, das bedeutet entweder, es reicht ihnen so der Gehalt für das Leben nicht aus. Wahrscheinlich, das ist auch eher so Situation. In einem anderen Fall, die Leute wollen sich entwickeln und auch auf solcher Weise so höhere Einkommen haben und dementsprechend auch irgendwelche neue, so mehrere Einkäufe machen. Logisch? Ja. Ja. Genau. Was warten so, was für eine Situation ist bei Ihnen ausgebildet? Was für eine Situation ausgebildet ist, wie meinen Sie das? Das verstehe ich nicht. Okay, so lassen Sie mal einfach wissen, warum interessieren Sie sich für zusätzliches Einkommen? Warum wollen Sie reich sein? Was werden Sie mit dem Geld machen, das Sie verdient hätten? Na, dann kann ich mehr mit Geld um mich schmeißen und damit rumschleudern und angeben. Und? Vielleicht. Wie ich verstehe, in diesem Fall werden Sie schon zu keinem Arbeitsplatz gehen, ja? Das bedeutet, Sie werden keine Kaffeesatzleser, oder? Das macht Ihnen einfach keinen Spaß. Ganz logischerweise. Das ist einfach meine personale Meinung. Ja. Okay, so das macht Ihnen keinen Spaß, ja? Okay, warum haben Sie nach keinem anderen Arbeitsplatz gesucht? Warum wollen Sie sich mit keinen anderen Sachen beschäftigen denn? Ja, weil das einfach ist. Die Leute geben mir ihr Geld, ich erzähle denen einfach eine Geschichte und dann glauben die, wie sie ausgedacht haben, oder? Ja. Oh, und die Leute glauben Ihnen? Ja. Irgendwie komischerweise. Kommen die Ihnen so zu Ihnen nicht zurück? Manchmal schon und dann bezahlen die nochmal Geld. Okay, und darf ich fragen, ob werden so Ihre Geschichten zu der Wirklichkeit? Oder ganz selten? Die habe ich mir ausgedacht, aber die denken, ich lese das im Kaffee und dann denken die, das ist echt. Ich weiß nicht, wahrscheinlich Ihre Kunden, die könnten Ihnen auch etwas schon von so Ihren Überlebnissen etwas erzählen, ja? Sodass quasi sie ausgedacht haben, auch in die Wirklichkeit so gezogen wurde. Genau, ich denke mir ja immer alles aus, was ich da so im Kaffeesatz lese. Und dann, die erzählen mir immer ihre Lebensgeschichte und dann denke ich mir, naja, damit kannst du die Leute gut verarschen. Und dann erzähle ich denen da was und dann geben die mir ganz viel Geld und gehen wieder. Und kommen manchmal nochmal. Und da gibt es auch ganz viele Omas, die glauben da immer dran und dann denken die... Okay, und Ihre Freundin? Glaubt die an ihre... Hab ich ja diese keine. Hab ich ja keine. Ach so, Sie haben keine. Nee. Also dann, weiß nicht, so etwas stimmt da nicht, ja? Also Sie haben mir gesagt, Sie haben eine, jetzt haben Sie schon keine. Ich habe doch die ganze Zeit gesagt, ich habe keine. Mhm, habe ich verstanden. Gut, und darf ich fragen, weil das einfach kein Geheimnis ist. Wie alt sind Sie denn? Ich bin 29. Wie bitte? 29 Jahre alt? Ja. Mhm, so Sie sind schon ein so junger Mann, ja, aber in so einem Alter, die Leute suchen nach den Partnern, ja? Die Leute, mit denen man das ganze Leben so zusammen verbringen wird. In diesem Fall wollen sie einfach so keinen haben, oder? Nee.
nichts. So, sie wollen das ganze Leben allein sein. Habe ich richtig verstanden? Ja. Ist das Ihnen nicht viel zu langweilig? Nee, es kommen doch ganz viele Leute her und lassen sich dann ja, das Geld... Doch keine Verwandten, sehen. Doch keine Verwandten. Nee. Haben Sie die Geschwister, weiß ich, Cousine? Nee. Eltern? Nee. Sind Sie einfach ganz alleine so aufgewachsen? Nee. Nicht? Okay, mhm. Wo sind doch Ihre Eltern? Die sind schon abgekratzt. Dann war mal ein Autounfall. Mhm, das tut mir leid. Ja. Okay, wahrscheinlich haben Sie noch irgendwelche Frage an mich, ja? Weil ich habe Ihnen schon viel was erzählt, aber ob haben Sie alles verstanden, ich bin nicht so sicher. Na, und was muss ich da jetzt machen? So, normalerweise, die Leute wollen sich damit auch schon, wenn man sich damit beschäftigen, anfangen will, man interessiert sich dafür, ja? Das bedeutet, normalerweise sollten sie auch irgendwelche Fragen haben. Womit ist das alles verbunden? Okay, als Beispiel, wissen Sie, warum diese Preise von Kryptowährungen geändert werden? Keine Ahnung. Sehen Sie, das ist doch auch so eine Grundfrage. Das alles ist mit der Anfrage, Nachfrage und auch Angebot verbunden. Ja, normalerweise das alles funktioniert auf gleicher Weise wie mit Eis. Mögen Sie Eis? Was? Ob mögen Sie Eis essen? Eis, ja, Eis ist lecker. Genau. Könnten Sie mal sagen, so wann ist das teurer? Am Winter oder am Sommer? Beim Aldi kostet das immer das Gleiche. Nein, normalerweise am Sommer, das wäre teurer, weil die Nachfrage ist viel größer als am Winter. Nö, bei meinem Aldi kostet es immer das Gleiche. Okay, in unterschiedlichen Geschäften, ja? In manchen gibt es doch so eine Tatsache, ja? Genau, in diesem Fall, es geht um das Gleiche, ja? Und normalerweise, man soll auch schon ein Fachmann sein, damit man davon irgendwelche Profite so ausziehen kann, ja? Das bedeutet... Ja. In diesem Fall, Sie haben auch die Unterstützung von der Seite von einem Fachmann, der Ihnen erklären kann, wie das alles aussieht. Ja, das bedeutet, ja genau, ich beschäftige mich auch mit dem Handel, mit Kryptowährungen, ja. Aber ich bin leider keine Fachfrau. Ich bin einfach eine Beratungsmanagerin, die Ihnen erklären so zum Anfang kann, ja. Und später sollen Sie das alles mit einem Analytiker machen. Wahrscheinlich haben Sie von so einem, Mann gehört etwas. Ja oder nicht? Nee, nicht so bis jetzt. Okay, ich habe Ihnen schon erklärt. Das ist ein Fachmann, der unterschiedliche Arten von Analyse macht und der auch schon hervorsagen kann, so wie Sie, ja, aber in diesem Fall das alles wird ganz so gegründet, ja. Ich meine auf unterschiedlichen Arten von Analyse, ja. Der fundamentale und auch auf der so technische Analyse, ja. Aber wenn der unterschiedliche Arten macht, steht der denn unter Artenschutz? Wie bitte? Steht der unter Artenschutz? Unter Artenschutz? Ja. Was meinen Sie drunter? Könnten Sie mir das erklären wahrscheinlich? Na, Sie haben doch von verschiedenen Arten gesprochen. Und wenn das eine seltene Gattung ist, vielleicht steht er ja auch unter Artenschutz. Soviel ich verstehe, Sie möchten auch sich damit schon später beschäftigen, oder? Möchten Sie auch diese Analyse durchführen? Ja oder nein? Ja. Das bedeutet, so zum Anfang, das alles werden Sie mit Ihrem Analytiker besprechen. Der erklärt Ihnen, wie das alles so aussieht. Ja, genau so. Fundamentale Analyse, das sind die Nachrichten, ja, sodass Sie das alles einfach danach im Internet recherchieren, ja. Und die technische Analyse, das alles wird auf unterschiedlichen Grafiken so gebildet, ja. Weil die Märkte, die Wirtschaftsmärkte, die werden immer so sich wiederholen. Das bedeutet, dass die Kryptowährung so wie hochgehen kann, als auch fallen kann, ja? Das bedeutet, so wie das steigen, als auch billiger sein kann. Aber doch, in bestimmten Zeitraum, das bekommt auch seinen Anfangspreis, ja? Das bedeutet, wenn auch sogar die Kryptowährung gefallen wurde, das kann auch nochmal steigen und in diesem Fall die Leute, die früher so manche Verluste hätten, so die können auch schon in diesem Fall die so Verdienste haben, ja? Ja. Genau, und in diesem Fall, das alles kann Ihnen Ihr Fachmann erklären. Das ist das Erste, ja? Das bedeutet, Sie haben einfach die Unterstützung von der Seite von einem Analytiker. Weil in diesem Fall, ich könnte Ihnen auch erzählen meine Geschichte, ja? Ich habe eine ganz gute Bekannte, die interessiert sich auch für die Kryptowährungen.
Sie sagte mir, Martina, schau mal, machen wir das alles zusammen. Ich mache einfach so technische Analyse. Ich habe Ihnen schon erklärt, wie das alles aussieht, ja? Und dann machen wir die Profite. Ich sagte, okay, machen wir das alles. Wir haben das Geld investiert in die Kryptowährungen. Und später, so, ja genau, wir hatten das große Einkommen, aber wir möchten die Positionen nicht schließen, ja? Die Position, das ist einfach so die Handlung, bei der Sie die Kryptowährung kaufen oder verkaufen, ja? Und wir wussten doch nicht, wir hatten einfach keine so Erfahrung in diesem Bereich, dass die Kryptowährungen auch sofort so ganz plötzlich fallen können, ja? Also das bedeutet, in diesem Fall, wir waren keine Fachleute und wir haben, ja genau, die Profite, die wir gemacht haben, die haben wir nicht gekriegt. Gott sei Dank, wir haben das Geld, das wir investiert haben, zurück. Verstehen Sie das? Nee. Nicht. So, in diesem Fall, das alles sollte Ihnen auch schon Ihr Fachmann erklären, ja, wie das alles aussieht, sodass er Ihnen das alles auch zeigen konnte. Ja. Genau. Wahrscheinlich irgendwelche weitere Fragen haben Sie. Was muss ich denn jetzt machen? Wie geht's denn jetzt weiter? Ganz logischerweise, man soll auch einen Zugang zur Börse haben. Wissen Sie, was ist eine Börse? Da, wo man das Geld reinpackt. Das ist auch so Wirtschaftsmarkt, ja. Das bedeutet, da gibt es so wie Kryptowährungen, als auch Aktien, als auch so die Preise auf Rohstoffen und als so auch das Geld, das man investiert, ja. Das bedeutet, das ist einfach ein großer Markt, die Börse, ja. Und in diesem Fall, so viel ich verstehe, darf ich sagen, Sie leben in Deutschland, oder? Ja. Genau, also das ist eine deutsche Telefonnummer. Das bedeutet, so, es gibt noch kein Gesetz, bei dem man auch den Zugang zur Börse so haben kann, per Bank, ja? Ja genau, in Spanien, man kann auch schon das alles so ganz offiziell machen, sodass das alles auch schon gesteuert wird, sodass die Leute dafür die Steuer bezahlen. In anderen also Ländern, man soll einfach so eine Handelsplattform haben, bei der man auch ein Handelskonto hat. Wissen Sie, was ist ein Handelskonto wahrscheinlich? Nein. Ganz logisch. Machen wir das folgenderweise. Ja, haben Sie auch ein Konto, ein Bankkonto? Nein. Nicht, wirklich. Soviel ich verstehe, so Ihr Arbeitsplatz, da ist ganz unoffiziell. Sie beschäftigen sich damit so unoffiziell, ja? Herr Gott, hören Sie mich. Guten Tag, wer ist denn da dran? Hören Hallo? Sie mich? Ich höre Sie, Herr ja, Gott. Wer sind Sie? Super, super. So, haben Sie schon vergessen, mit wem Sie zusammen gesprochen schon haben? Sie haben gerade mit meinem Sohn sich unterhalten. Was möchten Sie denn? Wie bitte? Sie haben sich gerade mit meinem Sohn unterhalten. Was möchten Sie denn? Mit Ihrem Sohn? Ach so, ja. Ich dachte, das waren Sie denn. Okay, darf ich fragen, wie Sie heißen denn? Ja, mein Name ist Coach. Was möchten Sie denn? Okay, und Ihr Vorname? Ja, was möchten Sie denn? Wer sind Sie denn? So, es geht, so, ich habe gerade mit Ihrem Sohn fast 20 Minuten und darüber auch schon gesprochen, ja? Der Aha. ist 29 Jahre alt, oder? Nee. Okay, darf ich fragen, wie alt ist der Sohn? 9 Jahre alt und der hat so eine Stimme wie bei einem so erwachsenen was Mann. Was möchten Sie denn? Herr Gott, Moment. Geht es darf denn? Ich sagen, Sie heißen Heinrich Gott, stimmt das? Ja, was möchten Sie denn? Super, es geht um Ihre Anmeldung an einem Projekt in passiven zusätzlichen Einkommen. Wissen Sie, worum Aha. es geht? Nee, was denn für ein Projekt? So, um passives Einkommen, ja? Ja, sonst wahrscheinlich kommt etwas davon mehr als Sie. Darf ich fragen, wie alt sind Sie denn? Ja, was möchten Sie denn? Sie stellen mir jetzt hier einfach irgendwelche Fragen. Ich weiß nicht, worum es geht. Moment. Ich bitte um die Höflichkeit und auch um die Verständnis, ja? Das ganze Gespräch ist aufgehalten. Das bedeutet, ich kann Ihnen sofort von dem Anfang an das ganze Gespräch so einschalten, sodass Sie ja. das alles auch hören können, ja? Ja, das dann ist das darum. Erste. Das dann Zweite, darum, ja? Sie sprechen mit einer Frau. Ich bin keine Aha. Ihre Freundin und das Ganze Aha. ist auch offiziell, ja? Ihre Aha. Kontaktdaten habe ich nicht von der Luft gekriegt. Ja, dann spielen Sie mir das bitte einmal vor. Haben Sie das verstanden? Moment. Dann spielen Sie mir das ich höre Ihre vor. Antwort nicht. Alles in Ordnung? Ja, Sie wollten mir doch jetzt was vorspielen, oder? Wie viele Kinder haben Sie denn? Wie viele Kinder haben Sie denn? Können Sie auch Ihren Sohn nicht so beobachten? Was macht er? Ja, Sie wollten mir doch jetzt was vorspielen, oder nicht? Wie bitte? Sie wollten mir doch etwas abspielen, das Gespräch. Ja, genau. Das Gespräch mit Ihrem Sohn. Der ja. klingt als ein erwachsener Mann, Herr Gott.
Was für ein Theater machen Sie denn? Moment, Herr Gott, was für ein Theater machen Sie denn? Gesprochen, dass Sie mir das Audio was für eine spanische Geschichte ist das? Sie haben Ihre Kontaktdaten hinterlassen. Ja. Sowas konnte ich von der Luft nicht kriegen. Hören Sie mich. Super, das freut mich. Wollten Sie mir jetzt hier nicht was vorspielen? Sie hatten gerade versprochen, dass Sie mir etwas vorspielen möchten. Wofür denn? Das Audio-File, haben Sie doch gesagt. Genau. Okay, lassen Sie mal zusammen mit Ihnen auch mit Ihrem Sohn so sprechen. Ja, stellen Sie bitte das Gespräch auf Lautsprecher. Sie sprechen nicht mit meinem Sohn. Damit da was keine Dummheiten vorgespielt werden, ja? Damit ich sicher bin, dass Sie auch einen Sohn, einen neunjährigen Sohn haben, da auf gleicher Weise wie Sie auch. Wie kann ich denn behilflich sein? Sie haben ganz gleiche Stimme. Was für eine Geschichte machen Sie gerade? Aha. Was für ein Theater ist das denn? Ja. Theater? Nee, kein Theater. Ich glaube doch. Herzlich willkommen auf YouTube. Du hast deine Zeit verplempert. Okay, darf ich fragen, wie heißt auch Ihr so YouTube-Kanal, ja? Ja, willst du wissen, ja? Wie heißt Ihre YouTube-Webseite? Die YouTube-Seite? Genau, damit ich sie auch finden kann und auch Ihre Videos anschauen kann. Ja, die heißt Lillys Kramkiste. Wie bitte, könnten Sie mir das buchstabieren wahrscheinlich? Nee. Warum denn nicht? Weil haben Sie die Angst bin. Davor? Herr Kurt, was für eine Dummheiten, sagen Sie gerade. Ja, fein, schön. Ich glaube, die Leute, die mit YouTube etwas zu tun haben, die einfach keine Angst haben und ganz umgekehrt auf irgendwelche Art von Werbung machen wollen. Ja, ja. In diesem Fall, ich könnte auch für Sie eine Werbung bei meinen Kunden machen. Aha. Buchstabieren Sie mir eher auch so YouTube. Lillys Kramkiste. In HD. Lillys Kramkiste in HD. Buchstabieren Sie das? Nee, kann ich nicht. Können Sie das nicht machen? Nee, ich bin Analphabet. Wie bitte? Analphabet. Können Sie das nicht? Nee. Oh, guck mal, ein Vögelchen. Oh, guck, oh, ist das niedlich. Wie bitte? Da war ein Vögelchen. Jetzt fast angefasst. Herr Gott, bitte ein bisschen lauter sprechen, weil ich höre Sie kaum. Guten Tag, wer ist da bitte? Mit wem spreche ich? Mit wem sprechen Sie gerade? Ja, wem habe ich da am Apparat? Hallo? Wer ja, hallo, da? Herr Gott. Ja, wer ist dran? Okay. Ist linke Kot? So viel ich verstehe. Moment, darf ich fragen, mit wem spreche ich gerade? Mit der Friederike. Darf ich fragen, mit wem spreche ich gerade? Ja, Friederike. Wie bitte? Friederike. Wer ist das? Ja, ich. Wie bitte? Ja. Kann ich aber nicht. Sind Sie gesund, alles in Ordnung bei Ihnen? Oder sind Sie verhindert? Kuckuck. Du hast deine Zeit verplempert. 30 Minuten für den Müller. Herr Müller, ja? Nee. 30 Minuten für den Mülleimer. Wie bitte? Ja. Ihr habt verhört, was haben Sie gesagt? Ja. 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 Genau. Genau. Richtig. Wie bitte, hab ich verhört? Ja, was machen wir jetzt? Sie sprechen so leise. Ja. Das war es leider schon mit unserem Hörspiel. Nächste Woche geht's weiter. Ich bedanke mich fürs Reinschauen. Die Welt ist böse. Passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.